Bitte schön. Werte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, Insolvenzrecht vereinfachen, zweite Chance ermöglichen. Werte Linke, die Überschrift Ihres Antrages hört sich im ersten Moment vernünftig an. Die Aussage an sich ist richtig, Ihr Antrag jedoch unsinnig. Ja, ich bin der Meinung, dass man unverschuldet in die Insolvenz getriebene Unternehmen und auch Privatleute eine zweite Chance geben sollte. Wir alle kennen die Beispiele. Da ist der Subunternehmer, der vom Generalunternehmer für seine Leistung kein Geld oder nur einen Teilbetrag erhält. Da ist der Dachdecker, der das neue Dach nicht bezahlt bekommt. Und da ist der Maschinenbauer, der wegen politischer Sanktionen seine Produkte nicht mehr nach Russland verkaufen darf. Aber, werte Linke, dieses Problem können wir mit einer Änderung des Insolvenzrechts nicht lösen. Wir brauchen einen anderen Ansatz. Unsere Gesellschaft sollte darüber nachdenken, wie man Insolvenzen verhindern kann. Was wir brauchen, ist eine schnellere Rechtsprechung, damit die geprellten Unternehmen zu ihrem Geld kommen. Damit es nicht passiert, dass schon allein durch die Verfahrensdauer die Bonität geschwächt wird. Was wir brauchen, ist eine neue Kaufmannsehre. Was bestellt wird, wird auch bezahlt. Die deutschen Tugenden müssen wieder in die Wirtschaft Einzug halten. Redlichkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Sparsamkeit. 86,5% der Insolvenzen in Sachsen-Anhalt sind Privatinsolvenzen. Was wir brauchen, ist einer, der den Privatleuten mal sagt, macht es nicht wie der Staat, lebt nicht auf Pump, führt einen soliden Haushalt. Ihr könnt alle rechnen, mit 99 Euro im Monat kann ich kein neues Auto bezahlen. Das muss jedem klar sein. Wenn ich mir den Urlaub nicht leisten kann, dann sollte man lieber noch ein wenig sparen. Und wenn ich mir eine neue Wohnung einrichte, warum müssen das alles neue Möbel sein? Das böse Erwachen kommt zum Schluss. Da ein Autokredit, dort ein Konsumentenkredit und zum Schluss noch ein teurer Vertrag fürs Handy, fürs Internet und fürs Bezahlfernsehen. Da müssen die Leute sensibilisiert werden. Wir brauchen ein Umdenken. Aber zurück zu Ihrem Antrag. Ich glaube nicht, dass man das Insolvenzrecht ändern sollte, da es ausgewogen die Interessen der Schuldner und die Interessen der Gläubiger berücksichtigt. Aber Herr Höppner, das sieht Ihnen ähnlich. Die Linke will einseitig die Rechte der Schuldner stärken. Und ich glaube nicht, dass es sehr hilfreich wäre, die Mindestbefriedigungsquote herabzusetzen. Die wenigsten Privatleute schaffen es überhaupt, etwas zurückzuzahlen. Viele sind froh, wenn sie wenigstens die Verfahrenskosten tragen können. Bei Unternehmensinsolvenzen mag das etwas anders aussehen, aber dennoch halte ich Ihren Antrag für unausgegoren und ich werde der AfD-Fraktion empfehlen, diesen Antrag abzulehnen. Danke.